Worum man sich aber doch noch mal zuletzt Sorgen machen muss, das ist die energiepolitische Konzeptlosigkeit der Opposition hier im Landtag von Nordrhein-Westfalen. Die SPD, Herr Stinker, Sie sind ja geradezu manisch davon getrieben, sich an jeder Stelle mit möglichen Rechtsunsicherheiten oder der Angst vor Überforderung der armen Bezirksregierung herumzuschlagen, dass nicht im Ansatz mehr klar ist, wo Sie eigentlich hinwollen, wenn man die Debatten von zu diesem Gesetz und zum LEP hier mal nebeneinander legt. Wollen Sie jetzt mehr Windenergie oder wollen Sie lieber erstmal, dass alles möglichst langsam geht, damit bloß nichts schiefgehen kann? Und die FDP, Herr Brock, ist Sie irrlicht dann durch die Debatte. Einerseits wollen Sie uns heute sagen, Sie wollen die maximale planerische Freiheit, völlig egal, was das für die Regionalplanungsprozesse in Aufstellung bedeutet. Und andererseits, und das werden Sie uns ja gleich wieder vorerzählen, wollen Sie dann den unsäglichen 1000 Meter Mindestabstand wieder einführen, was jedes Flächenziel und jeden Ausbau in Zukunft unmöglich macht. Und ich glaube, Sie wollen hier einfach nur die Debatte chaotisieren, weil es Ihnen nicht gefällt, dass wir als Schwarz-Grün diese Ausbaudynamik geschafft haben, wie sie keiner Landesregierung hier in diesem Land zuvor gelungen ist. Dass Nordrhein-Westfalen nicht nur heute bundesweit an der Spitze der Genehmigungen für neue Windenergieanlagen steht, ein Platz, den übrigens unsere Landesregierung und stellvertretende Ministerpräsidentin Mona Neubauer hart erarbeitet hat, damit nämlich Nordrhein-Westfalen ein starkes Industrieland bleibt und damit wir zugleich unserer Verantwortung gegenüber dem Klimaschutz und gegenüber zukünftigen Generationen gerecht werden, meine Damen und Herren.